Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxwireless.de. Ich möchte euch heute den TP-Link M5360 Mobile Hotspot vorstellen. Das ist ein mobiler Router, wie ihr schon seht, mit 3G und einem 5200 mAh starken Akku, der gleichzeitig zum Aufladen von anderen Geräten verwendet werden kann. Hier als Powerbank beschrieben. Ja, so sieht die Verpackung aus. Hier nochmal die technischen Daten von dem Gerät. Wir haben zum Beispiel ein 21,6 Mbit Modem drinne. Im UMTS-Netz mit HSPA Plus unterstützt, auf 900 und 2100 MHz. Dann haben wir Edge natürlich dabei, also 2G-Netz. Wir haben den starken Akku mit 5 Volt Output, beziehungsweise 1 Ampere Output. Wir haben bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit. Ja, und dabei ist neben dem Gerät an sich auch noch ein Micro-USB-Kabel, ein SIM-Kartenadapter von Micro-SIM auf normale SIM und von Nano-SIM auf normale SIM, einen ganz normalen Power-Adapter und ein Bedienungsanleitung natürlich noch. Ja, so sieht die Verpackung wie gesagt aus und das Gerät haben wir hier. Wie man sich es vorstellt, durch den großen Akku ist das Gerät ein bisschen dicker als sonst, ist aber an sich noch relativ handlich, also wie man sieht, passt es gut in der Hand, ist relativ schwer, wirkt aber relativ wertig. Hier auf der Front haben wir so eine glasartige Plastikabdeckung und die ist durchsichtig, der Rest ist einfach in weißem, ganz normalen Plastik gehalten. Auf der Rückseite haben wir diverse Seriennummern und das Wi-Fi-Passwort bzw. den Wi-Fi-Name. Ja, und auf der Seite sehen wir hier den Schacht für SIM-Karten sowie für Micro-SD-Karten. Da oben kommen die SIM-Karten rein, Standardformat, hier kommen Micro-SD-Karten bis 32 GB rein. Da kann man dann also auch als Speicher nutzen und freigeben. Eine Reset-Taste und die Power-Taste. Auf der Oberseite zum Aufladen des Gerätes eine Micro-USB-Buchse und, das ist sehr interessant, weil es eben relativ einzigartig ist, auf der Unterseite eine ganz normale USB-Buchse. Damit kann man dann mit dem normalen USB-Kabel Handys oder andere mobile Geräte aufladen. Ja, auf der Front haben wir das Display, ein OLED-Display, was eigentlich relativ gut ist. Man kann es gut ablesen, das seht ihr hier. Aktuell ist zwar keine SIM-Karte drin, aber hier werden dann auch zum Beispiel der Datenverbrauch angezeigt oder wie lange ihr schon im Netz wart. Der Akku wird natürlich auch angezeigt und das WLAN-Signal, die Netzstärke und natürlich der Provider-Name dann. Ja, so sieht das Gerät aus. Insgesamt kann man sagen, für den Preis, das kostet ungefähr 70 Euro aktuell. Aktuell heißt im Sommer 2014 70 Euro zum Beispiel bei Amazon, den Link findet ihr unter dem Video. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gerät. Der Nachteil ist wirklich die Geschwindigkeit. Also wir haben hier maximal 21,6 Mbit brutto, netto kommen etwa am Laptop so 10 bis 15 Megabit rum, je nachdem wie das Netz ausgebaut ist und wie schnell euer Tarif ist natürlich. Aber normalerweise sind die Netze deutlich schneller und ihr könnt aber nicht das komplette Netz nutzen. Deswegen, ja, wenn ihr schnell surfen wollt, wirklich schnell, dann ist das Gerät vielleicht nichts für euch. Schaut euch mal den Huawei E5377 an. Den hatten wir hier auch im Test. Ansonsten auf jeden Fall schnell surfen möglich, allerdings nicht extrem schnell, wie gesagt, und für den Preis ein sehr schönes Gerät. Ja, so viel zum TP-Link M5360 und vielen Dank fürs Zusehen.